So, ihr Lieben, mit frischem Haarschnitt, aber immer noch mit einer sehr belegten Stimme, möchte ich euch gern die letzte Einheit von Josef bringen, von dieser Josef-Saga. Und ich hoffe, dass meine Stimme durchhält und ich nicht zu oft husten muss. Wir haben Josef verlassen, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gegeben hat. Dann kam nach einiger Zeit seine gesamte Familie. Mit 70 Personen lebten sie in einem wunderbaren Teil von Ägypten. Der Pharao hatte ihnen dieses Land gegeben, Goshen. Und dort lebten sie jetzt zusammen einige Jahre. Josefs Vater wurde, ich glaube, 147 Jahre alt. Und ja, erstmal war alles gut. Sie lebten sich dort ein. Josef war halt nach wie vor über ganz Ägypten gestellt. Und die Hungersnot dauerte ja noch eine Zeit lang. Aber sie hatten alle genug zu essen, dank der Vorsorge in den 7 fetten Jahren. Dann ist Jakob gestorben. Toll, die Geschichte noch zu lesen, empfehle ich euch. 1. Mose 48 und 49, wo er die einzelnen Söhne segnet, was er alles über dem Leben der Einzelnen ausspricht. So Segen aussprechen über einem Menschen, das ist wunderbar, wenn ein Vater seine Kinder segnet, sollten wir viel, viel mehr tun. Und er spricht so prophetisches Gebet aus über die einzelnen Söhne, kennt ihre Stärken, kennt ihre Schwächen, weiß ja auch mittlerweile, was sie alles getan haben. Und auch, was er über Josef ausspricht. Also lest das mal nach, wie er auch die Söhne von Josef, Ephraim und Manasse, segnet. Er vertauscht die beiden übrigens. Manasse ist eigentlich der Ältere und Ephraim der Jüngere. Aber Jakob hat so seinen Kopf und hat natürlich auch von Gott her eine Prophetie bekommen, dass er Manasse vorzieht, obwohl der der Jüngere ist. Dann stirbt er und er hat vorher noch alle schwören lassen, dass sie seine Gebeine nach Kanaan bringen, da wo ein Landstrich war, was Abraham, also sein, Urgroßvater, dort erworben hat. Und dort wird Jakob dann beerdigt mit einer großen Zeremonie. Und dann reisen sie alle zurück, wieder nach Ägypten. Und die Brüder kriegen mit einmal unglaublich Angst. Jetzt ist der Vater weg, also der Patriarch, an dem Josef ja sehr hang. Und jetzt befürchten sie, dass Josef jetzt Rache nimmt. Dass er sich jetzt an ihnen rächt eben und all das, was sie ihm angetan haben, dass er das jetzt nicht länger zurückhält, sondern jetzt Rache nimmt. So waren sie gestrickt und das hätten sie wahrscheinlich auch so gemacht. Und deshalb kommen sie zu Josef, sie fallen vor ihm nieder und sagen, hey, der Vater hat gesagt eben, du sollst uns verzeihen und wir bitten dich nochmal um Verzeihung. Josef ist so gerührt, nicht peinlich berührt, sondern er fängt an zu weinen, weil sein großes Herz, von dem ich euch erzählt habe, lässt das gar nicht zu. Und das sagt er auch den Brüdern ganz deutlich. Freunde, ihr habt echt Scheiß gebaut. Ihr habt es schlecht mit mir gemeint. Ihr wart echt Ganoven und Gangster. Das wollen wir auch nicht kleinreden. Aber Gott hat das benutzt. Und Gott hat ein ganzes Volk gerettet. Und auch ganz Ägypten gerettet. Denn die wären ja alle wahrscheinlich umgekommen, wenn da nicht Josef gewesen wäre und die vorbereitende Geschichte Gottes. Und so leben sie dann zusammen. Josef wird 110 Jahre alt. Und er kriegt noch Enkel und Urenkel noch zu sehen von Ephraim und Manasse. Und dann am Ende steht nochmal was Interessantes, was auch im Neuen Testament dann auftaucht. Er hat das große Vertrauen, dass Gott seinen Versprechen hält. Er vertraut Gott. Und er sagt, hey, wenn ihr mal irgendwann in das andere Land kommt, in das Land der Väter nach Kanaan, dann denkt daran, dass meine Gebeine noch hier sind, nehmt die bitte mit und beerdigt mich da, wie Jakob auch. Das versprechen sie ihm und das passiert auch dann später. Und so endet das ganze erste Buch Mose, Kapitel 50. Und im Neuen Testament, im Hebräerbrief, wird das noch einmal aufgegriffen, dass Josef so am Ende wirklich dieses große Vertrauen in Gott hatte. Der Gott, der mich damals im Gefängnis bewahrt hat. Der Gott, der mir geholfen hat, als ich so hintergangen worden bin, als ich vergessen worden bin. Dieser Gott, diesem Gott vertraue ich. Und das ist so, da ist Josef ein großes Vorbild drin.
Er hat in seinem Leben nicht nur steilen Aufstieg erlebt, sondern wirklich auch ganz viele Täler und ganz viele negative Situationen. Aber er ist dran geblieben. Und das ehrt ihn und das macht ihn zum Vorbild. Gott kann man vertrauen. Und dieser Gott wird Dinge tun, die Josef sich auch nicht vorstellen konnte, dass irgendwann mal seine ganze Truppe, seine ganze Familie, ja das ganze Volk, das waren ja hinterher Hunderttausende, die Ägypten verlassen haben. Aber das kommt dann alles später. Er wusste, was Gott zusagt, was Gott Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat. Das gilt auch mir. Und deshalb setze ich mein ganzes Vertrauen in Gott. Gilt dir auch? Deine Lebensgeschichte, ich weiß nicht, ob du gerade in einem Tal steckst oder oben auf bist, aber das möchte ich dir sagen anhand des Vorbildes von Josef. Du kannst Gott vertrauen. Es ist der Gott der Geschichte, der auch in deinem Leben Geschichte schreibt. Wir sehen uns wieder, wenn meine Stimme weiterhin hält, am Montag. Und ihr dürft gespannt sein, welch eine neue Figur aus dem Alten Testament uns zum Vorbild wird. Gott segne dich, tolles Wochenende wünsche ich dir. Bis nächste Woche.